So, hallo ihr Lieben, das ist ein Eiskanal, das weiß ich auch und ich werde auch eigentlich nur Eisvideos bringen, aber ich dachte, dass ich mal ein bisschen was, weil vor allem bei Instagram die Nachfrage war, über Smacktastic und in diesem Video über Smacktastic und in, wenn ihr möchtet, folgenden Videos auch noch ein bisschen über andere Geschmackspulver und Flavdrops mache, weil ich davon sehr viele jetzt schon getestet habe und ich möchte euch einfach auch den Fehlkauf vielleicht ersparen, beziehungsweise natürlich bin ich auch daran interessiert, Tipps von euch zu bekommen. Wenn ihr das Video vielleicht gesehen habt, wisst, was ich so mag, was mir da vielleicht dann noch schmecken könnte. Und ich dachte, ich mache das so, dass ich habe so eine Art Rangliste erstellt und dass ich die sozusagen abarbeite, der Reihe nach, von dem, ich glaube, von dem ekligsten angefangen für mich. Und wenn ich eklig sage, meine ich da auch leider wirklich eklig, bis hin zu dem leckersten. Und da meine ich das lecker auch lecker, damit vielleicht man am Ende ein positives, positiv aus dem Video rausgeht. Und ich klinge ein bisschen verschnupft, ich bin gerade auch verschnupft, deswegen entschuldigt das. Jetzt möchte ich aber mit dem Video anfangen. Nur, ich wollte euch sagen, keine Angst, hier wird hauptsächlich Eis kommen, aber dieser kleine Exkurs. Hier ist jetzt meine Liste und ich habe von Smacktastic schon einiges probiert. Hier stehen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dosen. Ich habe insgesamt hier 13 Geschmäcker, eine Top 12 erstellt und leider nicht mehr alle Dosen. Eine Dose habe ich nicht aufgehoben für dieses Video, weil ich plane das schon eine Weile. Und zwar ist das die von Kitty Schoko. Aber das werde ich euch dann einfach so erzählen. Wo es geht, zeige ich euch auch innen drin, wie es aussieht. So, und jetzt fange ich an. Gute Frage, was ist der Preis eigentlich? Da muss ich gleich selber nochmal nachschauen. So, jetzt habe ich nachgeschaut und kann nicht was dazu sagen. Es ist auf jeden Fall teurer als zum Beispiel die Royal Flavors oder auch die Flasties. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Oder auch noch viel teurer als die von ESN. Ob das gerechtfertigt ist, müsst ihr dann auch selber entscheiden. Ich habe von den anderen noch nicht so viele probiert, bin aber gerade dabei, die durchzuchecken. Jetzt geht es aber um Smacktastic. Preis ist 15,99 € direkt bei Rocker. Es gibt die jetzt mittlerweile auch bei Amazon. Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange. Da kosten sie aber 21,99 €. Ja, das ist ganz schön teuer, wenn man bedenkt, dass bei Amazon Flasties und die Royal Flavors 14,49 € kosten, obwohl Royal Flavor irgendwie im Moment auch teurer ist bei Amazon. Da kosten die, glaube ich, 18. Und dann zum Beispiel von ESN eben 13,90 €, manchmal auch 12,90 €. Dann gibt es noch Jim Queen und Frankie's Bakery. Es gibt also wirklich richtig viele jetzt auf dem Markt, die so Geschmäcker machen. Bei Smacktastic, so, ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran, damit ich euch die Sorten mal zeigen kann. Ich fange an mit, genau, ich habe gesagt, dem letzten Platz. Das sind zum Glück auch nur die Proben bei mir. Da habe ich nämlich 3 Proben bestellt. Die liegen hier jetzt auch schon bestimmt ein Jahr rum, weil ich die doppelt bestellt hatte. Und das sind jetzt die zweiten, die ich einfach nicht mehr aufgemacht habe seitdem, weil ich sie nicht mag. Der letzte Platz für mich ist Raspberry Vanilla. Also Himbeer Vanille. Ist so schlau mit dem Hintergrund, weil das dann nicht fokussiert. Es ist Raspberry Vanilla. Warum mag ich es nicht? Ich finde, es schmeckt extrem künstlich und ich mag diesen Raspberry-Geschmack nicht. Das ist das Problem, weshalb ich alle Produkte von Rocker mit Raspberry nicht mag. Oder generell, was ich bisher von roten Beeren von Rocker hatte, hat immer diesen Beigeschmack, den ich persönlich nicht mag. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich glaube, es erinnert mich an irgendeine Art, ich glaube, es war ein Zink, irgendwelche Zinktabletten, die ich als Kind mal trinken musste, die das als Beigeschmack hatten. Deswegen denke ich da immer an Krankenhaus. Vielleicht ist es wirklich nur so ein persönliches Ding. Könnt ihr ja gerne mal kommentieren, wenn ihr es probiert habt. Vanille schmecke ich da nicht raus. So, das ist Platz 12 für mich. Platz 11 ist für mich Papa Coco. Warum? Ich liebe Kokosnuss. Schmeckt man hier aber eigentlich nicht raus. Es schmeckt einfach nur nach Tropical. Also wenn ihr alle möglichen Sachen mit tropischem Geschmack mögt, dann werdet ihr das hier, denke ich, mögen. Ich habe auch bei jedem so ein bisschen überlegt, in was drin es mir schmecken würde. Bei Raspberry Vanille habe ich ein Fragezeichen, weil es mir einfach gar nicht schmeckt. Bei Papa Coco würde ich sagen, eventuell noch im Quark oder im Joghurt. Das macht einfach so eine Frische. Oder wenn ihr euch Smoothies oder sowas macht. So, Mango Maracuja hat, warum auch immer, schon ein bisschen gelitten von der Verpackung her. Ist bei mir Platz 10 geworden. Ja genau, Platz 10. Jetzt wackelt es hier, weil ich den Tisch anfasse. Schmeckt mir im Quark. Ist eben auch fruchtig. Nicht ganz so tropical-mäßig wie Papa Coco. Genau, ich mag halt Frucht,
an sich nicht so unbedingt gerne in, als Flavor. Deswegen, dann esse ich lieber Frucht. Aber wer das mag, dem wird es hier schmecken. Nach Mango schmeckt es nicht so stark, finde ich. Also ich konnte zumindest jetzt nicht so einen typischen Mango-Geschmack rausschmecken. Könnt ihr gerne kommentieren, was ihr dazu sagt. Das ist natürlich auch alles sehr subjektiv hier. Jetzt geht's weiter mit Platz Nummer 9. Und ja, es ist klar, habe ich euch ja schon so angekündigt. Es ist Strawberry Cheesecake. Da ist Strawberry Cheesecake. Ich liebe den Cheesecake-Geschmack. Ihr seht dann noch, auf welchem Platz der ist. Und hatte vorher wirklich mit einigen geschrieben, bevor ich das hier bestellt habe, schmeckt das auch wie Cheesecake? Und dann meinten alle, ja, wie Cheesecake und noch viel besser. Und dachte ich, okay, geil, dann muss es richtig lecker sein. Für mich persönlich leider gar nicht lecker. Was heißt gar nicht lecker? Ich esse es. Ihr könnt auch sehen, es ist auch gar nicht mehr so viel drin. Ich habe allerdings 100 Gramm davon getauscht. Online, habe mich mit einer getroffen in Berlin und das dann getauscht. Ihr seht hier die Konsistenz, weil die möchte ich euch auch, wenn es geht, immer zeigen, weil die auch unterschiedlich ist. Kann ich nicht im Kaffee, auf keinen Fall im Kaffee, wenn nur in Quark und eventuell auch im Porridge. Doch im Porridge ist es auch ganz lecker. Also so sieht's aus. Leicht rosalig. Und generell alle Smacktastics sind wirklich sehr, sehr, sehr süß. So, Platz Nummer 8 ist Cinnamon and Sugar. Ist eine Hassliebe, kann ich euch gleich sagen. Da unten. Da, Cinnamon and Sugar. Also Zucker und Zimt. Ihr dürft jetzt nicht irgendwie so einen Milchreiszucker- und Zimtgeschmack erwarten, gar nicht. Es für mich persönlich, ich habe es gehasst am Anfang. Ich glaube, das erste Jahr habe ich es gehasst und irgendwann habe ich mich gezwungen, es zu essen, weil es so teuer war und mochte es plötzlich irgendwie. Also als die Dose leer war, dachte ich auch mal, schade, dass die Dose leer ist. Deswegen, ich glaube, man muss sich wirklich an manche Geschmäcker gewöhnen. Das meine ich ernst. Also, und dann mochte ich den auch. Es hat auf jeden Fall so einen künstlichen Beigeschmack. Das ist leider nicht das, was drin ist. Hier ist Cognac-Mehl drin, weil die Dose schon leer ist, wie gesagt. Aber es riecht noch ganz stark danach. Könnt ihr gerne mal drunter schreiben, womit ihr das so vergleichen würdet. Mir fällt es nicht so leicht. So, das war also Platz Nummer 8. Platz Nummer 7 ist eine ähnliche Sorte, finde ich. Und zwar Karamell und Zimt. Hier, Caramel Cinnamon. Das ist nicht so eine weiße Farbe, weil das andere war tatsächlich weiß von der Farbe, sondern eher zimtig und auch eine fluffigere Konsistenz als manche andere Sorten. Hier seht ihr das. Es hat auch so einen leicht chemischen Beigeschmack, muss ich dazu sagen. Allerdings, ich glaube, ich mag es ein bisschen mehr als vielleicht ist, naja, also es ist ja auf Platz 7. Ich mag es minimal mehr als Zucker und Zimt, aber ich würde es mir auch nicht nochmal bestellen. Also bis Platz 7, wo wir jetzt gerade sind, das sind alles Sorten, die würde ich mir nicht nochmal bestellen. Platz Nummer 6. Jetzt geht's los. Ab Platz Nummer 6 würde ich mir die Sorten nochmal bestellen. Platz Nummer 6 ist Kitty Schoko. Viele denken jetzt, was? Platz 6, Kitty Schoko? Das wurde ja total gehypt und war immer ewig ausverkauft. Damit haben die ja auch schön gespielt, so marketingmäßig. Ist lecker total. Schmeckt wie Kakao. In Milch ist es wie der typische Kaba von früher, wenn euch das was sagt. Aber mehr halt eben auch nicht. Und klar, da ist kein Zucker drin. Aber dann kaufe ich mir halt einfach einen Kaba und nehme das als Geschmack da rein. Also es war nicht besonders intensiv vom Geschmack her und ein bisschen langweilig, finde ich. Dann kann man halt wirklich auch einfach so einen Cadbury-Kakao nehmen, so einen zuckerfreien. Da ist man deutlich günstiger bei, wenn man das bei Amazon bestellt. Könnt ihr gerne mal nachgoogeln, was ich damit meine. Weil das eben auch nicht so intensiv war. Viele von den Smacktastics, die kann man nicht, wenn man die pur auf dem Finger probieren würde, so ein bisschen so reintunkt, dann tut es weh im Mund fast schon. Das war bei Kitty Schoko nicht, das hätte man so die Pulver auch irgendwie essen können. Deswegen nur Platz 6. Ich würde es aber nochmal bestellen. Ist halt nur ein bisschen teuer dafür. So, Platz 5, erstaunlicherweise. Ich habe ja eben gesagt, ich mag Frucht nicht so sehr gerne in solchen Sachen, aber es ist Banana Milk. An sich bin ich auch nicht der größte Bananenfan. Ihr Eisvideoschauer wisst das.
Aber irgendwas daran mag ich total gerne. Und ich glaube, es ist... Kennt ihr noch diesen Banana-Split-Schoko-Joghurt von früher? Das ist jetzt leider, wenn die leer werden und viel Luft drin ist, dann wird das alles sehr, sehr, sehr hart. Also es ist hier... Das ist sehr schade. Ich weiß noch nicht, wie ich das wieder auflösen kann. Ich habe es mir nämlich aufgehoben, weil ich es so gerne mag. Und es ist komplett hart geworden. Wenn ihr wisst, wie ich das lösen kann, sagt Bescheid. Es ist auf jeden Fall genau dieser Bananen-Joghurt-Banana-Split-Geruch, Geschmack. Auch so ein bisschen wie die Creme in dem Maulwurfkuchen, wenn ihr das noch kennt. Da gab es immer so ein, oder gibt es immer noch so, ein, so eine Backmischung. Liebe ich persönlich. So ist das. Also Maulwurfkuchen-Banana-Split-Joghurt-mäßig, obwohl keine Splits drin sind. Banana Split habe ich mir bisher noch nicht bestellt. Die Sorte gibt es ja auch, weil ich mir die Nährwerte sozusagen nicht versauen wollte durch die Schokostückchen. Die kann ich ja auch so selber reinmachen, wenn ich es möchte. Aber ich denke, das wird der gleiche Bananengrundgeschmack sein. Wenn ihr beide probiert habt, bitte, bitte mal drunter schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Also Platz Nummer 5 muss ich unbedingt mal wieder bestellen. Ihr seht, wie eingekrustet das hier geworden ist. Platz Nummer 4. Marzipan. Es ist ein Marzipangeschmack, den ich persönlich gar nicht als künstlich empfinde. Was ja auch schief gehen kann, gerade also bei Pistazie ist es auch manchmal so, da gibt es richtig leckere Sachen und welche, wo es nicht so geil ist, bei Marzipan eben auch. Und das schmeckt wirklich richtig lecker nach Marzipan. Wird auch schon hart, ist noch nicht ganz so hart, kann man noch zerbröseln, wie ihr sehen könnt. Ist eine Smacktastic-Sorte, die weniger fluffig ist in der Packung. Muss ich schnell verarbeiten, dass die nicht komplett hart wird wie Banana Milk. Banana Milk übrigens ist ja, ja wie Bananenjoghurt im Prinzip. Ist ja, heißt ja sogar so die Sorte. Naja, so sieht es auf jeden Fall aus. Ich mache das immer in meine selbstgemachte Sojamilch. Deswegen ist der Deckel von dem Wasserdampf hier schon, Quatsch, der Deckel, der Löffel schon so voll mit dem Zeug. Auf jeden Fall ist es eine Sorte, die ich richtig liebe und deswegen auf Platz Nummer 4 und muss nachbestellt werden. Jetzt kommen wir zur Top 3. Eigentlich ist es eine Top 4, weil Platz 1 ist ein geteilter erster Platz, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Platz Nummer 3. Ist, was ist denn eigentlich geworden? Chocolate Karamell. Da unten. Also die Schokoladensorten habe ich bisher 3. Und die sind alle nicht schlecht von Smacktastic und würde ich auch alle nochmal bestellen. Hier wusste ich auch nicht, ob das Platz 3 oder 2 ist, weil es hätte sich genauso mit Chocolate Almond den Platz teilen können. Ich finde es super lecker. Ich kann es leider wieder schlecht vergleichen, woran es mich erinnert. Ist auch noch kaum was drin. Nur ein bisschen was habe ich übrig gelassen, um es euch zu zeigen. Hier seht ihr mal so die Farben. Es schmeckt einfach total lecker, ja, nach Schoko mit einer leichten Karamellnote. Doch schon, kann man so sagen. Und die Karamellnote ist nicht künstlich, keine Angst. Also es ist wirklich lecker. Und es ist auch nicht so ein ganz dunkler Kakao-Geschmack. Eher in Richtung bitter, also nicht zart-bitter-Schokolade, aber so eine, vielleicht so eine 45% Schokolade, würde ich sagen. Und bei Chocolate Almond ist es auf jeden Fall eher Bitterschokolade mit Marzipangeschmack. Aber das, glaube ich, schmeckt auch Leuten, die Milchschokoladegeschmack mögen. Weil das durch dieses Mandelding da drin sehr süß ist. Die sind ja, wie gesagt, alle sehr süß. Auch hier nicht mehr viel drin. Hat eine ähnliche Farbe wie Karamellschoko. Hier seht ihr es. Auch eher ein fluffiges von der Konsistenz her. Ja, und das hat schon verdient den Platz 2. Es ist super lecker. Also, man muss Marzipan mögen, weil es eben diesen leichten Marzipangeschmack hat. Aber ich finde es richtig gut und muss auch mal wieder gekauft werden. Außer, ich würde ja auch gerne mal andere Marken probieren. Wenn ihr jetzt sagt, hey, da gibt es von ESN oder so andere Sachen, die super lecker sind, in die Richtung, sagt Bescheid. Zum Beispiel von ESN gibt es ein Schoko-Kokos-Whey, was ich total liebe. Es schmeckt einfach original wie Bounty. Leider gibt es von ESN keine Flav Powders in die Richtung, aber von Royal Flavor, Schokokokos. Deswegen vielleicht sollte ich mir das mal kaufen, wenn das so schmeckt wie das Whey von ESN. Weil das schmeckt original wie Bounty. Ich drifte ab, wir kommen zu Platz 1. Platz 1 sind zwei verschiedene. Und zwar Vanilla Cream und Rocker Cheesecake. Das sind einfach Dinge, die möchte ich nicht mehr missen in meinem Haushalt sozusagen. Die möchte ich immer vor Ort haben. Und zwar Vanilla Cream geht in allem. Schmeckt mir im Kaffee, schmeckt mir im Quark, schmeckt mir in Porridge, schmeckt mir, wenn ich Proteinriegel selbst mache, wenn ich Eis selbst mache. Schmeckt mir einfach überall. Ist auch gerade frisch aufgemacht. Mal wieder ist eine Nachbestellung. Übrigens, so sind die immer, wenn sie frisch sind. Da ist immer noch dieses Ding drauf. Ist fast bei allen, glaube ich, so. Vielleicht orangelich sogar. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt.
Und so voll sind sie dann auch immer ungefähr, wenn man sie kauft, also nicht bis oben hin. Und es ist nicht so ein Bonbon-Vanille-Geschmack, aber irgendwas Leckeres, Cremiges eben. So, da hat mich der Akku verlassen. Ich wollte sagen, wie irgendwas Leckeres, Cremiges eben. Und es ist wirklich wie irgendwas Leckeres, Cremiges eben. Es erinnert vielleicht so ein bisschen an so Dr. Oetker-Cremes mit Vanillegeschmack. Weniger dieses Bourbon-Vanille-Ding als einfach was lecker, sahnig, Vanilliges. So in die Richtung. Deswegen ist super universell einsetzbar. Und ich glaube, da kann man nichts falsch machen, ganz ehrlich. Rocket Cheesecake ist... könnte ich mir vorstellen, dass manchen nicht so schmeckt. Ich persönlich liebe es. Ist nicht, also man schmeckt nicht unbedingt so viel Kuchen raus. So sieht's aus übrigens. Ich finde, es könnte auch Lemon Cheesecake heißen. Ich würde es auch unterschreiben, wenn diese Geschmacksrichtung Buttermilch-Zitrone heißen würde. Weil für mich schmeckt es eigentlich eher wie, kennt ihr das Buttermilk Fresh? So in die Richtung. Es hat eher so Beigeschmack vom Buttermilk Fresh Eis. Von... ja, Buttermilch-Zitroneneis von Cornetto als Käsekuchen, für mich persönlich. Aber ich liebe es und eben vor allem, also in Quark ist das mein absoluter Lieblingsgeschmack. Es schmeckt so gut in Joghurt, wenn ich Proteinriegel selbst mache. Es schmeckt auch in Porridge gut und in Milch mache ich es eben auch gerne, einfach als Geschmack für Milch, wenn man Cereals isst oder so zum Beispiel. Also richtig lecker im Kaffee, nicht so geil, weil es dann auch eher fruchtig ist durch diese Zitronennote. Aber also auch schon mehrmals nachbestellt. Ich glaube, mit Vanille am meisten nachbestellt. Und ja, das war's jetzt so dazu. Ich habe zu ein paar Geschmäckern noch nicht gesagt, worin ich sie gerne esse. Das möchte ich jetzt noch kurz nachholen. Das habe ich zwischendurch immer mal vergessen. Da muss ich meine schlaue Liste kurz holen. So, ihr habt jetzt, hier ist meine Rangliste. Und da ist jetzt, wo Herzchen und eklig und Fragezeichen dran sind. Da will ich euch jetzt noch mal kurz sagen... ja, welche Geschmäcker in was. Marzipan habe ich euch schon gesagt. Das habe ich gerne in Quark, aber vor allem in Gebäck. Da unten ist Marzipan. Dann Schokokaramell schmeckt mir in allem. Also wirklich, da oben, da. Egal ob im Kaffee, weil ich finde nicht alle Geschmäcker gehen im Kaffee. Quark, Porridge, Gebäck, immer gut. Strawberry Cheesecake, maximal in Quark und Joghurt, Milchprodukten so für mich. Cinnamon Sugar in Gebäck und eventuell in Milchprodukten, weil ich es ja zum Beispiel für meine Sojamilch oder als Cereal Geschmack nehme. Vanilla Cream, absolut auch in allem, habe ich ja schon gesagt. Banana Joe, nicht im Kaffee, auf jeden Fall nicht im Kaffee für mich. Super lecker in Gebäck, auch meinen Proteinriegeln in Porridge und in Milchprodukten, also Quark und allem, Joghurts, Sojajoghurt, ist alles super lecker da drin. Caramel Cinnamon. Schmeckt mir in Quark und tatsächlich auch in Kaffee. Das habe ich ja eben schon erwähnt. Genau, da hatte ich es nicht vergessen. Chocolate Almond schmeckt mir auch in allem. Also, wie gesagt, Gebäck, Milchprodukte, Kaffee, immer geil. Rocket Cheesecake, auch nicht im Kaffee, sondern... ah, das hatte ich gerade schon. Genau, Quark, Gebäck, bla bla bla. Raspberry Vanilla ist ein Fragezeichen auf meiner Liste, weil ich es halt persönlich einfach gar nicht mag. Und es komplett ausschließe. Für Papa Coco gilt eigentlich das Gleiche, wenn schon in Joghurt vielleicht noch und Quark. Mango Maracuja auch im Quark. Kitty Schoko ist auch in allem lecker, ausnahmslos, aber wie gesagt, einfach nicht so stark im Geschmack. So, das war jetzt meine Review. Hierzu ist mir wieder länger geworden. Ich mache eigentlich ungern auch so lange Videos, weil die so lange hochladen müssen. Aber es waren noch einige Geschmäcker und ich könnte noch so viel dazu sagen und euch so viel fragen, aber ich lasse es jetzt einfach. Tobt euch aus in den Kommentaren mit Fragen, mit Kommentaren dazu, welche euch schmecken, welche ihr gerne probieren würdet, welche ihr mir empfehlt, auch von anderen Firmen. Interessiert mich wirklich ganz, ganz doll und ich hoffe, dass hier auch so ein bisschen eine Diskussion unten drunter entsteht, die dann die Leute auch anschauen können, die sich vielleicht nicht so sicher sind, was sie gerne probieren würden, dass sie da so ein bisschen rauslesen können, okay, der mag das, das mag ich auch, dann mag ich vielleicht die Sorte, die er mag, auch ganz gerne, solche Sachen. Genau, draußen ist es heiß, meine Kamera überhitzt, das ist ein Zeichen, dass ich Tschüss sage, ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben und das nächste Mal gibt es sicher wieder ein Eisvideo. Bis zum nächsten Mal, tschüss!